Ich habe versucht, ein Thema zu wählen, das der Karin Pittel, die jetzt leider erkrankt ist, genug Raum lässt in der deutschen und europäischen Energiewende. Also ich fokussiere auf den globalen Energiehandel der Zukunft. Und ein weiterer Grund, dass ich das Thema gewählt habe, ist, dass es für die industriepolitische Strategie von großer Bedeutung sein dürfte. Das heißt, es dürfte ausstrahlen auf die Diskussion, die wir nachher führen. Es ist mir auch ein Herzensanliegen, auf diese Entwicklungen aufmerksam zu machen, die, glaube ich, noch nicht immer ausreichend mitgedacht werden in der deutschen Diskussion und auch in der europäischen Diskussion. Die Grundlage ist ja erstmal, wir wollen klimaneutral werden und brauchen die Nutzung von erneuerbarem Strom, im Wesentlichen erneuerbarem Strom, um alle Sektoren zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren, also Wärme, Mobilität, Industrie und die Stromversorgung. Und das geht oft direkt elektrisch, aber nicht immer. Und dann brauchen wir stoffliche Energieträger. Und um die soll es in meinem Vortrag gehen und um die Frage, wo kommen die eigentlich in Zukunft her, in welchen Mengen brauchen wir die und inwiefern beinhaltet diese Transformation neben der riesigen Herausforderung, den globalen Energiehandel komplett neu zu gestalten, auch Chancen für uns im Zuge unserer Transformation sowohl aus industriepolitischer Sicht, aber eben auch aus sicherheitspolitischer Sicht, weil hier ja mit verbunden ist, dass wir ganz viele neue Handelspartner auch in aller Welt auftreiben müssen und die Handelspartner, die hier möglicherweise ins Spiel kommen, sind auch zum Teil sehr attraktive Länder. Aber um jetzt mal zu verdeutlichen, in so ganz wenigen, in so wenig wie möglichen Schritten, was die Herausforderung ist, habe ich hier mal eine Abbildung aus einer Studie, die wir gemacht haben und gerade publiziert haben, verwendet, wo klar ist, in welchen Industrien und wo würden wir eigentlich Wasserstoff brauchen, Wasserstoff oder darauf basierende Derivate, Ammoniak, Methanol, Naphtha, also Wasserstoff und sozusagen die nächste Wertschöpfungsstufe, wenn man als Wasserstoff in irgendwas Transportierbares, vermutlich Flüssiges umwandelt. Wo würden wir das brauchen, wenn wir mal hypothetisch von einem Szenario ausgehen, wo wir unsere gesamte industrielle Produktion in Deutschland aufrechterhalten, aber klimaneutral machen? Und da sieht man, da ist die chemische Industrie ganz vorne, also wir brauchen ganz viel Ammoniak, den man jetzt aus Wasserstoff herstellt, aber den man auch als Ammoniak anliefern könnte. Wir brauchen reinen Wasserstoff, wir brauchen Methanol an verschiedenen Standorten. Es wurde ja schon von Michael Hüther darauf hingewiesen, dass wir doch eine sehr stark verteilte, regional verteilte industrielle Struktur haben. Und das impliziert aber auch, dass die industriellen Standorte in Deutschland, wo einfach eine hohe Wasserstoffnachfrage auftreten würde, wenn man an denen nicht fundamental rüttelt, dass die eben auch über Deutschland verteilt sind. An der linken Seite sieht man so den minimalen Bedarf. Alles, was man da nicht anliefert, das würde dazu führen, dass diese industrielle Produktion tatsächlich wo ganz anders stattfinden müsste, weil man es einfach nicht realisieren kann. Auf der rechten Seite, da sind die zusätzlichen Bedarfe, wenn man nicht sehr vieles, nicht möglichst alles Elektrifizierbare elektrifiziert. Es gibt ja so einen Graubereich, wo man elektrifizieren kann oder über Wasserstoff gehen kann. Und das haben wir mal separat nochmal erhoben, dass man uns auch nicht vorwirft, was ja in der Debatte schnell passiert, dass wir da irgendwie die Elektrifizierung vernachlässigen würden. Also links das, was man wirklich nicht elektrifizieren kann und rechts das, was man zusätzlich vielleicht mit Wasserstoff bedienen möchte, wenn große Mengen verfügbar sind. Das ist nur die Industrie, das sind 200 bis 300 Terawattstunden pro Jahr Wasserstoff, den wir verfügbar machen müssen. Das ist viel, wird sich gleich herausstellen. Dann brauchen wir im Transportsektor noch Wasserstoff für die Schwermobilität. Nehmen wir mal die umstrittenen PKWs komplett raus, aber in der Schwermobilität wird es Bedarfe geben. Und wie wir jetzt auch wissen, Kraftwerkstrategie, in der Stromerzeugung wird es Bedarfe geben, weil man einfach Gaskraftwerke auf Wasserstoff umstellen wird. Und der Nationale Wasserstoffrat, der sieht dann auch noch Bedarfe im Wärmesektor, aber wenn man die mal außen vor lässt, dann kommt man vielleicht nicht bei 964 Terawattstunden an, aber vielleicht bei 600. Also man braucht, wenn man die deutsche Wirtschaft wirklich, wenn wir als Industrieland bestehen bleiben wollen, brauchen wir große Mengen an Wasserstoff, die unsere Wirtschaft und die Wertschöpfungsketten am Laufen halten. Und hier ist mal aufgezeigt eine ganze Reihe an Studien. Viele dieser Studien kommen dann auch so auf Werte zwischen 400 und 600 Terawattstunden, das ist schon ziemlich viel.
Das ist so die Studienlage. Es ist eher die Tendenz da, dass man realisiert, man braucht diese großen Mengen durchaus. Also die Studien mit den kleinen Mengen, die da erhoben wurden, die sind eher älter und die revidieren sich auch langsam. Und auf der rechten Seite, da sieht man die Stromerzeugung, die wir bräuchten, um den Wasserstoff hier vor Ort herzustellen. Wenn wir diese ungefähr 600 Terawattstunden Wasserstoff und Derivate hier erzeugen wollen, dann brauchen wir zusätzlich zu dem, was wir ohnehin an Stromverbrauch haben, ungefähr 1200 Terawattstunden pro Jahr Stromerzeugung. Aktuell haben wir eine Erzeugung von ein bisschen weniger als 500, um die 500. Und ganz rechts sieht man, was wir aktuell erneuerbar erzeugen. Und das zeigt schon, es ist völlig unrealistisch, die Mengen, die wir brauchen, tatsächlich in Deutschland zu erzeugen. Also einfach nur mal plakativ und lassen Sie es 1000 Terawattstunden pro Jahr sein. Also 1000 Terawattstunden pro Jahr zusätzlich an Stromerzeugung möglich zu machen, ist einfach außerhalb der Reichweite, die wir realisieren können. Wir haben ja einen Anstieg des Stromverbrauchs, den die Bundesregierung nun auch schon angekündigt hat, auf 750 Terawattstunden mal ohne diese ganzen Wasserstoffmengen. Und dann müssten wir eben noch weiterkommen. Also man sieht, es wird wahrscheinlich schwierig, diese ganze Elektrolysekapazität hier in Deutschland zu betreiben. Was man auch sieht, das sind jetzt neuere Zahlen, das haben wir noch nicht aufgeschrieben, wir haben so eine kleine Studie in der Mache, wo wir uns angucken, was passiert denn, wenn wir die 10 Gigawatt Elektrolysekapazität, die die Bundesregierung jetzt plant, in Deutschland etablieren und hier damit Wasserstoff erzeugen. Was passiert dann am Strommarkt? Wir haben jetzt gesehen, Strom ist ein ziemlich wichtiger Inputfaktor für bei der Herstellung von Wasserstoff. Das heißt, die Elektrolyseure verbrauchen Strom und diese zusätzliche Nachfrage erhöht natürlich den Strompreis. Ja? Bei den 10 Gigawattstunden, die gerade geplant sind, da ist es so, dass wenn man ein Modell mal rechnet für das Jahr 2030 mit Kohleausstieg, ist jetzt nur exemplarisch, ne? Man kann alle möglichen Modellvarianten angucken, viel ändert sich bei diesem Preisschub durch die Elektrolyse nicht. Also mal Szenario 2030 mit Kohleausstieg und dem entsprechenden Zubau von Gaskraftwerken, den wir dann bräuchten, sind wir bei einem Preis von 80 Euro pro Megawattstunde ohne die Elektrolyseure, bei von 85 Euro pro Stunde pro Megawattstunde mit 10 Gigawatt Elektrolyseuren, die aber fast nie betrieben werden, also die Vollerstunden von 1600 Stunden im Jahr haben. Wenn man die dann mehr betreibt und besser auslastet, sodass die Gestehungskosten des Wasserstoffs auch besser werden, dann wird der Strompreis höher, dann wird ungefähr 10 Cent ansteigen pro Megawattstunde. Und bei den Gestehungskosten des Wasserstoffs hat man hier natürlich Trade-offs. Bei niedriger Auslastung der Elektrolyseure habe ich zwar einen niedrigen Strompreis bei der Erzeugung, aber ich muss den ja auch irgendwie refinanzieren. Ja, das geht natürlich dann auf die Gestehungskosten. Bei einer hohen Auslastung der Elektrolyseure sind die Strompreise unattraktiv, weil die natürlich im Vergleich mit international attraktiven Standorten sehr hoch sind. Also man sieht jetzt so ein bisschen das Bild, das sich zeichnet. Diese 10 Gigawatt sind schon etwas, das kann man machen, wird aber auch unser System durchaus belasten. Und die Strommenge, die wir brauchen, um tatsächlich unseren Bedarf an Wasserstoff und Derivaten zu decken, die werden wir in Europa oder in Deutschland niemals zusätzlich noch installieren. Also was sollte man tun? Man sollte in die Welt gucken und sollte sich anschauen, wo sind denn große Erzeugungskapazitäten, wo gibt es Länder mit sehr niedrigen Stromgestehungskosten für erneuerbare Energien und vielen Volllaststunden. Man muss diese Elektrolyseure ja tatsächlich nicht komplett durchlaufen lassen, man braucht aber Regionen, wo man erneuerbare Energien für um die 6.000, 7.000 Stunden pro Jahr hat, sodass man tatsächlich auf sehr niedrige Gestehungskosten auch für den Wasserstoff kommt. Und man braucht Regionen, die möglichst eine geringe Stromnachfrage haben, damit man sozusagen keine hohen Opportunitätskosten der Stromnutzung hat, die ja auch wieder den Strompreis und die Gestehungskosten des Wasserstoffs erhöhen würden. Und hier sieht man, dass eigentlich viele Regionen weltweit dafür gut aufgestellt sind, nur Europa steht da nicht so gut da.
Und in Studien, die jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, ist es auch so, dass Europa die Region sein wird, die netto auf Importe angewiesen sein wird. Viele andere Regionen, vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, werden versuchen, autark zu werden, auch in dieser Welt der erneuerbaren Energieträger, sowohl Elektrifizierung als auch Herstellung von stofflichen Energieträgern. Und in Asien gibt es Importeure und Exporteure, aber die werden sich miteinander arrangieren. Das ist eigentlich die Erwartung. Das heißt, Europa hat eigentlich die Aufgabe, diese globalen Märkte für den Handel stofflicher Energieträger zu initiieren, und das kostet eine ganze Menge an Geld. Und wir sind aber auch der einzige Akteur, der das machen muss, indem man die Handelsbeziehungen neu, den Neuaufbau von Handelsbeziehungen mit Drittstaaten fördert. Die USA machen das zum Beispiel im Inflation Reduction Act dadurch, dass sie vor Ort Firmen fördern und die Wasserstoffproduktion anregen. Für uns wird das nicht reichen. Für uns ist es so, dass wir Beziehungen aufbauen müssen. Nun gibt es viel Literatur darüber, unter anderem auch von uns, das ist mal exemplarisch, das ist der aktuelle Ammoniakhandel. Der Ammoniakhandel ist schon gut ausgeprägt, ist natürlich komplett fossil aktuell. Es gibt große Exporteure, darunter Russland. Übrigens haben wir die Gasimporte Russlands zum Teil, zum nicht ganz geringen Teil, durch Ammoniakimporte substituiert. Einfach eine Wertschöpfungsstufe mehr nach Russland gegeben. Das wird oftmals nicht diskutiert. Also Russland ist ein großer Ammoniakexporteur. Trinidad und Tobago und Indonesien. Und einige nordafrikanische Staaten. Es gibt 120 Schiffe, die grünen Ammoniak transportieren, und sehr viele Hafenanlagen. Also das wäre so ein typischer Kandidat, mit dem man auch in den Handel mit erneuerbaren Energieträgern einsteigen könnte. Und jetzt fragt sich aber, was sollten wir eigentlich tun? Und ich glaube, es ist ganz wichtig hier zu sehen, dass die Investitionsentscheidungen und auch die Entscheidungen in der energieintensiven Industrie in Europa zu bleiben ganz stark davon abhängen werden, ob dort die Erwartung besteht, die großen Mengen Wasserstoff und darauf aufbauende Derivate verfügbar zu haben in den 2030er Jahren. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden die Unternehmen die Klimaziele, die in der Europäischen Union gesetzt sind, nicht einhalten können. Das heißt, Investitionsentscheidungen werden eben nicht unbedingt durch einen Industriestrompreis getrieben, sondern werden nur dann, es ist nur dann sinnvoll, sozusagen diesen Übergang zu gestalten, wenn man auch ein Szenario, wenn man auch eine Strategie hat, das Ende der Brücke sicherzustellen, nämlich diese Mengen an erneuerbaren Energieträgern verfügbar zu machen. Und wir haben, das sieht jetzt erstmal verwirrend aus, ist aber eigentlich ganz einfach, das ist so eine Wertschöpfungskette der Düngemittelproduktion. Man macht, also man kann diesen oberen grünen Kasten mal angucken, man macht eben Wasserstoff, früher war das aus Gas, jetzt wäre das über Elektrolyse, dieses H2, dann macht man über Haber-Bosch-Synthese daraus Ammoniak und dann macht man daraus Düngemittel in der weiteren Wertschöpfungsstufe. Und jeden einzelnen Schritt dieser Wertschöpfungskette kann man natürlich in Europa machen oder im Ausland machen. Und diese gestrichelten Pfeile deuten an, man kann eben jedes Vorprodukt, Zwischenprodukt, Endprodukt auch importieren. Und die Frage, die sich stellt, ist eigentlich, an welcher Stelle sollten wir eigentlich anstreben, die aktuelle Produktion, die hier stattfindet, durch Importe zu substituieren. Also wir haben jetzt gesehen, die Wasserstoffproduktion werden wir hier nicht stattfinden lassen können. Dann kann man sich überlegen, also das ist schon mal ausgeschlossen, hier unten ist Deutschland, da oben ist irgendein idealer Standort. Das ist schon mal geklärt sozusagen, den Wasserstoff werden wir hier nicht komplett produzieren. Würden wir den Wasserstoff importieren, dann wären die Transportkosten sehr hoch, wenn wir das in großen Mengen machen. Also Pipelines wären eine Möglichkeit. Aber nur Pipelines wird auch schwer realisierbar sein. Aus verschiedenen Gründen können wir gerne noch diskutieren. Seetransport ist wichtig, aber Seetransport von reinem Wasserstoff ist ziemlich umständlich, und die Schiffe, die dazu in der Lage sind, existieren auch noch nicht, zumindest nur als Prototypen. Also ist das eigentlich auch eine Variante, die sehr, sehr teuer wäre. Hier sind mal die Kosten des Endprodukts und die verschiedenen Kosten der einzelnen Schritte, der einzelnen Komponenten
Kostenkomponenten aufgezeigt. Und da sieht man eben, dass diese grauen Transportkosten hier das Ganze sehr teuer machen würden. Also alles in Deutschland produzieren ist teuer bis unmöglich. Den Wasserstoff importieren ist schwierig. Ammoniak transportieren, habe ich Ihnen gerade gesagt, geht ganz gut. Das kann man machen. Und man sieht dann eben im Vergleich zwischen dem Balken, der jetzt rot umrandet ist, und dem darüber, dass den Ammoniak importieren und die weitere Wertschöpfung hier zu machen eben kein großer Unterschied ist. Also das ist sowas, was man anstreben sollte. Und da ist natürlich auch die Aussicht da, einen liquiden Markt eines homogenen Gutes zu initiieren, wo es ganz verschiedene, viele Anbieter weltweit gibt, die dieses Gut bereitstellen können. Also wir könnten profitieren vom Wettbewerb der Länder weltweit um die Produktion des Ammoniaks. Und man kann das für verschiedene Wertschöpfungsketten machen. Wir haben das für Stahl gemacht. Bei Stahl ist es ganz interessant. Bei Stahl ist dieser Kostenvorteil gar nicht so groß, weil der größte Posten dieser Investition ist der Direktreduktionshochofen. Das heißt, der Wasserstoff ist als Kostenkomponente, der Wasserstoff ist zwar teurer, wenn man das in Europa macht, aber die Kosten des Hochofens sind so hoch, dass es, wenn man das Szenario gegenrechnet mit Investitionen in irgendeinem anderen Land, dass dann zum Beispiel schon ein politisches Risiko, das die Finanzierung teurer macht, es gleich unattraktiver macht, dorthin zu gehen. Also da haben wir gar nicht so schlechte Rahmenbedingungen, weil eben der Wasserstoff nicht die entscheidende Kostenkomponente ist. Bei Olefinen zum Beispiel ist es wieder so, dass man durchaus Importsubstitution braucht von den Vorprodukten und da wäre es dann Methanol. Also es spricht viel dafür, eben weltweite Märkte zu initiieren, möglichst am Anfang der Wertschöpfungsketten von Produkten, homogenen Produkten, die man weltweit handeln kann. Europa ist die einzige Region weltweit, die ein großes Interesse daran hat, diese Märkte zu initiieren und muss deswegen eigentlich auch das Geld in die Hand nehmen, um diese Märkte schnell hochlaufen zu lassen. Das ist teuer. Und sollte, das ist vielleicht jetzt der letzte Aspekt noch an dem Vortrag, bevor ich an Herrn Barth weitergebe, und sollte dringend wettbewerblich geschehen. Es ist wichtig, dass wir das Potenzial zur Diversifizierung nutzen. Hier sieht man ja auf dieser Grafik, es gibt ganz viele Projektankündigungen. Das sind aber alles ganz kleine Projekte. Damit da viel passiert und damit auch privates Kapital reingeht, müssen natürlich große Projekte, langfristige Verträge abgeschlossen werden. Idealerweise mit verschiedenen Regionen weltweit. Es gibt viele Staaten, wenn man das mal übereinander legt, die demokratisch verfasst sind. Es gibt viele Staaten, die sehr rechtssicher sind. Aber es gibt unter den potenziellen Lieferanten eben auch Autokratien, von denen wir wieder abhängig werden können. Zum Beispiel die Staaten auf der arabischen Halbinsel, die sind gut geeignet. Haben gute Bedingungen, haben die Finanzkraft, das selber zu initiieren und machen das auch gerade schon. Die Wahrscheinlichkeit, wenn wir es laufen lassen, ist, dass wir sehr stark abhängig werden von den arabischen Staaten und dann in 10 Jahren die Diskussion haben, wie wir sie beim Gas auch schon immer hatten, dass Ökonomen sagen, man sollte hier auf diesen Märkten Wettbewerb schaffen, baut doch LNG-Terminals, damit wir nicht so einseitig von Russland abhängig sind und die Gesellschaft aber sagt, naja, es ist doch so schön günstig, warum sollen wir denn jetzt zusätzliche Kosten als Gesellschaft tragen, um teurere Anbieter in diese Märkte zu holen. Also die Gefahr, wenn wir jetzt nicht hier aktiv werden und aktiv diversifizieren zum Zeitpunkt, wo es diese Fördermittel ohnehin braucht, da ist die Gefahr eben groß, dass wir in 10 Jahren wieder in einer Situation landen, wo es eine gesellschaftliche Diskussion eigentlich nicht, wo die Gesellschaft diese Diskussion nicht aushält und wir am Ende wieder in Abhängigkeiten geraten. Es gibt viele Benefits, wir können eben unsere Energieimporte diversifizieren, wir können auch Technologie- und Dienstleistungsexporte realisieren, ja, die Unternehmen, die diese Wertschöpfungskette aufbauen können, das sind auch zum Teil deutsche Unternehmen, das sind zum Teil europäische Unternehmen, aber nur, wenn wir schnell sind, weil chinesische Unternehmen sind da auch schon ganz gut. Ja, also wer dann der günstigste Anbieter ist, das wird auch von dem Tempo abhängen, in dem wir jetzt diese Transformation angehen. Für die Partner sollten wir auch die Vorteile mitdenken und auch realisieren, wie zum Beispiel Technologietransfer in Schwellenländer, Einnahmen für die Schwellenländer, Linderung von Wasserknappheit. Man muss ja mal Desalinierungsanlagen auch bauen, weil man Süßwasser für die Elektrolyse braucht. Das führt dazu, dass man auch möglicherweise Wasserprobleme dort vor Ort adressieren kann. Und natürlich könnte man auch Skaleneffekte nutzen, die Erneuerbaren größer skalieren.
und dann eben die Energieversorgung der Länder dann auch gleich auf die Beine von erneuerbaren Energien stellen, sodass man die Länder, die Wasserstoff exportieren, eben nicht dadurch, dass man die grünen Energieträger ihnen abkauft, in ihre eigenen fossilen Ressourcen drängt. Also insofern gibt es da viele Chancen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier keine Login-Effekte haben und keine Marktmacht etablieren. Deswegen muss man versuchen, das möglichst wettbewerblich zu organisieren von Beginn an. Bei den Gasmärkten ist das nicht gut gelungen. Da hat man oft Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gefördert für einzelne Unternehmen, die dann aber auch eben diese Marktmacht ausgenutzt haben. Und hier gibt es jetzt verschiedene Vorschläge, tatsächlich wettbewerblich in Auktionen diese langfristigen Verträge auszuschreiben und auch wettbewerblich in Auktionen die gekauften, die beschafften Mengen in Deutschland zu versteigern. Beides führt natürlich zu einem Dilemma zu Beginn, weil nämlich die Nachfragekurve weit unterhalb der Angebotskurve zu Beginn liegt. Ja, also man braucht eine Förderung dieser Differenzkosten und sollte dafür sorgen, dass durch wettbewerbliche Beschaffungsmechanismen und wettbewerbliche Vergabemechanismen diese Förderkosten in der Mitte zu Beginn möglichst niedrig sind. Gegeben die Volumina, die wir brauchen, ist es wichtig, die Förderkosten möglichst niedrig zu halten, weil sonst werden wir nicht die Finanzkraft haben, das tatsächlich initiieren zu können. Man sollte versuchen, europäisch vorzugehen, natürlich, weil man dann auch die Nachfrage bündeln kann und dann mit der größeren Nachfrage bei einer bestimmten kritischen Projektgröße, die es gibt, bei einer Mindestprojektgröße, natürlich viel besser diversifizieren kann weltweit. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, ein Instrument gibt es jetzt, das ist diese H2-Global-Auktion, die entwickelt wurde, eben genau als Intermediär, um auf beiden Seiten wettbewerblich auszuschreiben und die Differenzkosten zu fördern. Das ist ein Intermediär, der sich hoffentlich über die Zeit abschafft, wenn sich nämlich Angebot und Nachfrage aufeinander zubewegen und irgendwann schneiden. Die European Hydrogen Bank plant was Ähnliches, also das sind Mechanismen, die man sich genau angucken könnte, um eben auch gerade zu verhindern, dass in diesen Bereichen Marktmacht besteht und bei der Förderung dadurch natürlich auch viele Mitnahmeeffekte generiert werden können. Ja, soweit. Ein paar Impulse zu diesem Thema globaler Energiehandel. Es wurde ja vorhin schon angesprochen, ich werde die Universität wechseln, werde an die neu gegründete Technische Universität Nürnberg gehen. Und was wir planen ist, einen Masterstudiengang aufzubauen, in dem wir die Techniken vermitteln wollen, um die Energiesysteme und die Energiemärkte zu analysieren und auch Kompetenzen über die institutionellen Voraussetzungen in den verschiedenen interessanten Ländern vermitteln wollen, in einem internationalen Umfeld, in Kooperation mit den Universitäten weltweit. Und ich bin gespannt, ob dann vielleicht auch ein gemeinsames Bild bei den Entscheidungsträgern der Zukunft entsteht, über einen zukünftigen klimafreundlichen Energiehandel weltweit, den man sich ja heutzutage noch nicht wirklich vorstellen kann. Von dem sind wir sehr, sehr weit entfernt noch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Grimm. Das Format ist erprobt, wenn irgendjemand drängende Verständnisfragen hat. Ich sehe eine Frage hier. Ja, danke schön. Bei der Weltkarte von den Regionen, die abhängig sind von Wasserstoffimporten, war ja auch China abgebildet. Meine Frage ist, wie können wir in Europa gegen China in diesem Bereich konkurrieren? Also wie schaffen wir es, dass China nicht die Märkte leer kauft, weil Sie haben das Thema Diversifizierung angesprochen. In der Vergangenheit haben wir erlebt, dass deutsche Unternehmen eben nicht in Lateinamerika oder woanders investiert haben, weil sie dort ein zu hohes Risiko sahen, makroökonomisch oder politisch. Also wie schaffen wir es, dass wir nicht in diese Abhängigkeit wieder geraten, dass wir eben uns nur über den Weltmarkt quasi bedienen und am Ende alles aus den arabischen Staaten kaufen? Ja, genau. China wird Importeur sein. Das liegt einfach an der riesigen Bevölkerung.
weil einfach die Energienachfrage in China auch zu hoch ist im Vergleich zu dem Energiebedarf der Elektrolyseanlagen. Also ich glaube, Sie weisen schon auf einen ziemlich wichtigen Aspekt hin. Wir müssten eigentlich in Europa Kooperationen mit eben ganz vielen Ländern weltweit etablieren, in denen China auch schon sehr aktiv ist. Dazu gehören Brasilien, Argentinien, Chile. Das sind Länder, die gute Perspektiven haben, um auch Wasserstoff zu exportieren und mit denen man natürlich auch Perspektiven aufbauen kann, um an Rohstoffe zu kommen. Da müsste Europa sich mehr engagieren, aber wir wissen ja auch alle aus den Verhandlungen Mercosur in der EU, dass das extrem schwierig ist und es eben immer eine Abwägung gibt zwischen verschiedenen Interessen der unterschiedlichen Mitgliedsländer. Das ist aber eine Herausforderung, deswegen habe ich das Thema jetzt auch gewählt, weil das macht nochmal so klar, warum wir da eben nicht aus einer Position der Stärke agieren, sondern warum wir da wirklich ganz dringende Gründe haben, sehr schnell voranzukommen, um uns diese Märkte eben nicht verschließen zu lassen in der mittleren Frist. Ja, Thomas Hühne vom BDI. Frau Grimm, ich habe mal eine Frage. Die ganzen Länder, die Sie gezeigt haben, die potenzielle Wasserstofflieferanten wären, die wären doch blöd, wenn die den Wasserstoff exportieren würden. Die könnten doch sozusagen diese ganzen Fertigungsprozesse im eigenen Land auch machen. Ich meine, die Chinesen machen das, sie machen es ja auch richtig. Glauben Sie, dass die anderen Länder das nicht machen werden? Also es ist ganz konkret so, dass das Handelsabkommen mit Australien unter anderem auch daran gescheitert ist, dass die Australier eben nicht diese Vorprodukte exportieren wollen, sondern eben weitere Wertschöpfungsstufen zu sich ziehen wollen. Das ist auch im internationalen Wettbewerb total verständlich. Und auch da glaube ich, wenn wir jetzt frühzeitig agieren und da auch natürlich auch mit europäischem Geld verschiedene potenzielle Partner aufbauen, die vielleicht auch Interesse haben, die Vorprodukte zu exportieren, dann ist es durchaus möglich, dass wir über den Wettbewerb auch relativ liquide Märkte dieser homogenen Güter generieren. Wenn wir das nicht schaffen, dann stehen wir vor einem ziemlich großen Problem. Wenn wir es nicht schaffen, diese Energieträger zu importieren, dann werden nämlich unsere Industrien sich verlagern, dann werden wir die Endprodukte importieren. Das sind dann aber fossil produzierte Endprodukte. Da haben wir ein ganz schönes Carbon Leakage dann am Bein. Und das sind dann oft auch Produkte, die eben nicht unter den Carbon Border Adjustment Mechanismus fallen, wo einfach die klimafreundlichen Alternativen gar keinen Vorteil haben gegenüber diesen fossilen Produkten. Also insofern haben wir einen ganz starken Grund, hier relativ schnell diese Importe auszulösen, weil wir sonst nämlich vor dem Dilemma stehen, dass wir eigentlich unsere eigenen Klimaziele kaum erfüllen können, weil wir eben in ein riesiges Problem von Carbon Leakage laufen, das wir wahrscheinlich ganz schwer monitoren können. Vielleicht noch eine kurze Frage oder wir schieben sie in die Diskussion. Ja, das war jetzt schon sehr inhaltlich. Vielen Dank, Frau Grimm, für die exzellente Präsentation. Das war sehr spannend. Mich würde nochmal interessieren, die Folie, die Sie gezeigt hatten mit dem Angebot und der Nachfrage und dann dieses Delta bei Subsidies, woran Sie da genau denken. Also Sie sind dann auf ein Beschaffungssystem, so wie ich das verstanden habe, eingegangen oder eine höhere Nachfrage zu erzeugen. Also Subventionen würde ich jetzt erstmal angebotspolitisch denken, dass Sie Produktion subventionieren möchten. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Ja, also ein Modell, das ich sehr attraktiv finde, es mag andere geben, aber das ist auf jeden Fall eins, wo man denkt, das könnte gut funktionieren, ist, dass man in großen Ausschreibungen möglichst in einer Allianz europäischer Mitgliedstaaten langfristige Verträge ausschreibt weltweit und dann eben über einen Intermediär, der staatlich gefördert werden muss, um diese Differenzkosten am Ende abfedern zu können, eben diese langfristigen Verträge garantiert. Und dieser Intermediär würde dann eben kaufen und dann in Europa verkaufen an die potenziellen Abnehmer, auch möglichst über einen wettbewerblichen Mechanismus, was dazu führen würde, dass diese Differenzkosten existieren, aber so niedrig wie möglich wären. Und dann würde ich mir vorstellen, dass wenn man das clever macht, dann kann man aus diesen ganzen Informationen, die man im Handel kriegt, hat man ja Preisinformationen, die könnte man verarbeiten in Indizes, die auch börsengehandelt werden könnten. Und dann könnte man auf der Abnahmeseite, selbst wenn man diese Mengen zunächst mal kurzfristig versteigert, könnte man auf der Abnahmeseite über diese Indizes indexbasiert auch langfristige Abnahmeverträge generieren.
Also so müsste man eigentlich herangehen. Und dann müsste man hoffen, dass über die Skalierung, die hoffentlich in Staaten stattfindet, wo die Elektrolyse relativ günstig ist oder die Wasserstoffgestehungskosten günstig sind, dass man über diese Skalierung relativ schnell die Kosten runterkriegt. Und dann muss man natürlich noch überlegen, macht man am Anfang eine Mischung aus blauem und grünem Wasserstoff, um einfach schneller Menge zu machen. Und genau, also da gibt es schon verschiedene Ideen, aber die sind alle groß. Ne? Also brauche ich schon echt substanzielle Mengen. Und während ich ja nicht so happy bin bei großen Sondervermögen zur Finanzierung von allen möglichen Industrieprojekten hier würde ich denken, sollte die EU sich verschulden und einfach klotzen. Einfach, damit man die industrielle Basis hier behalten kann. Das werden ganz viele zitieren, denke ich. Vielen Dank, Frau Grimm.